Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play von You Have to Fertilize the Egg. Oh mein Gott, ich wollte die ganze Zeit mal spielen, auf jeden Fall. Also für jeden Mensch auf dieser Erde, der irgendwie ein bisschen dumm im Kopf ist, ist es das beste Spiel, was es überhaupt gibt. Best Game Ever. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. The Struggle for Birth, Gravity, Interchair, Physics. It's like a round robin. The unborn child is like a real number. It cannot be divided by zero. Think about that. Okay, ich freue mich richtig drauf. Man ist ein Spermium und muss als erstes in die Vagina gelangen. Ja, ziemlich geniale Story natürlich. Left and right arrow keys to steer, press up to thrust. Okay, falls der Ton ein bisschen laut ist, ich muss mit Fraps aufnehmen, deswegen mache ich wahrscheinlich Untertitel, dass ihr mich besser verstehen könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. Yes. I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess. Swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess. Swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess. Swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess. Swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess. Swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess. Swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. What the fuck? What the fuck? Spielfehler. Game over. Fickt euch. The princess was born. You won the game. You won the game? Okay. But did you actually win? What about the others? Ah, wunderschön. Wunderschön zur Ablenkung. Alles klar. ich mache den Download-Link auf jeden Fall in die Beschreibung unten rein. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auf jeden Fall nächstes Mal wieder ein. Euer Kind of Creepiness. Tschüss.